Hallo Ladies und Gentlemen, willkommen zurück. Die Story ist geschafft. Wir wollen uns jetzt der Platin-Trophäe widmen. Ich habe mir Notizen gemacht, was wir noch zusammen machen werden. Ich werde jetzt einige Sachen offscreen machen. Zusammen machen werden wir alle Questen, wo wir noch Bewohner für Minneapolis kriegen. Wir werden alle Questen machen, wo wir ein besessenes Monster besiegen müssen. Wir werden besonders geile besessene Monster zusammen machen. Und wir werden zusammen alle Obelisken finden und aufdecken, wie auch immer wir das nennen wollen. Das sind die Sachen, die wir noch zusammen machen. Und natürlich zum Abschluss dann den Fernwehwald. Diverse andere Questen, welche nichts mit einem besessenen Monster und nichts mit einem Charakter haben, die werde ich offscreen machen. Ich werde die letzten drei Traumräume offscreen machen. Und ja, das ist so der Stand. Ich habe diesen Speicherstand bisher noch nicht geladen. Das wollte ich gerne mit euch zusammen machen. Wir werden uns jetzt einfach angucken, was jetzt passiert, wenn wir diesen Stand laden. Und dann haben wir zuerst mal, glaube ich, drei Dinge zu tun, die jetzt geändert werden müssen. Beziehungsweise wieder in die richtigen Bahnen gebracht werden. MacBook neue Einträge, was bedeutet das? Okay, dass es neue Quests nach der Story gab, das wusste ich aber nicht, das war, wer ist denn das? Weiter geht es mit Leute, die ihren Weg gehen. Heute stelle ich euch Sentine vor, die mit ihrer zauberhaften Singstimme von großen Anführern und dem Willen der höheren Mächte kündet. Es heißt, dass sie immer erscheint, wenn der Beginn einer neuen Ära bevorsteht. Wie aufregend! Eine Sängerin? Hat sie etwa mit Primo zu tun? Der Wille der höheren Mächte, so ein Mumpitz. Der Beginn einer neuen Ära? Beunruhigend. Ein mysteriöser Wanderer besucht uns heute in Leute, die ihren Weg gehen. Dekario, seines Zeichens Geoteriker, steht mit der Erde selbst im Zwiegespräch und kennt die Besonderheiten jedes Landes wie seine Westentasche. Noch besser jedoch kennt er sich mit der örtlichen... Was ist denn das für ein Wort? Dieses Wort habe ich leider Gottes in meinem kompletten Leben noch nie gehört, noch nie gesehen, noch nie gelesen. Cousine ist es logischerweise nicht, ja? Falls einer von euch daran gedacht hat. Jedoch kennt er sich mit der örtlichen Cousin aus. Ich würde sagen, Cousin ist sehr gut. Ein Geoteriker braucht großes magisches Talent. Ich versteh's zwar nicht, aber klingt supi. Den kenne ich, das ist ein Schnorrer. Heute in Leute, die ihren Weg gehen, Primo, der Barde. Den größten Teil seines unvorstellbar langen Lebens hat er auf Schusters Rappen verbracht und dabei gelernt, auch die größten Schwierigkeiten irgendwie zu meistern. Kein Wunder, dass seine Lieder richtig unter die Haut gehen. Ich würde ihn ja gern mal singen hören. Warum er wohl einen Schleier trägt? Vielleicht hat er schlechte Zähne. Okay, da haben wir auf jeden Fall drei Leute, die wir vor Storyabschluss nicht bekommen konnten. Wir sind also direkt hier. Hiernach würde Pandemos aus Pandemos Körper ausbrechen und der wahre Pandemos würde erscheinen. Das ist uns soweit bekannt. Jetzt lasst mich hart überlegen. Wie fangen wir jetzt am besten an? Ihr fragt mich Sachen. Leute, ihr fragt mich Sachen. Wir fangen damit an, dass wir unser Schloss besuchen. Das ist erstmal das Einfachste. Ich habe nicht letztens, sondern ich glaube bei der letzten Folge, letzte Vorbereitungen oder so, da hatte ich mich ja noch ein bisschen umgeguckt. Ich habe auf jeden Fall zwei Questen gesehen, die wir noch nicht angenommen hatten, die es quasi schon vorher gab. Die wollen wir jetzt auf jeden Fall noch annehmen, damit wir die Vor-Story-Sachen erstmal erledigen. Und anfangen tun wir als allererstes damit ein bisschen die Spannung erhalten bleibt. Spielen wir jetzt auf Experte weiter. Normal, schwer, Experte. Wir haben es durchgespielt. Das muss bedeuten, dass wir Experten sind, weil ich bitte euch, wie könnte man das Spiel sonst durchspielen? Also, Experte. Ach du Scheiße, wir werden so scheitern. Oh nein, Alter, wieso tue ich mir das überhaupt an? Wieso tue ich mir das an? Egal, macht ja nichts. Experte also. Als nächstes. Würde ich sagen, kriegst du wieder dein müdes Zauberstäbchen eventuell?
Chance, Gegner einzuschläfern? Ja, natürlich. Gibt's irgendwas anderes, was keinen speziellen Namen hat? Hier. Alter, Zauberstab. Wie geil ist denn das hier? Du kriegst einen Zauberstab. Das heilige Schwert kannst eh nur du tragen. Das heißt, das behältst du. Und die sicheren Ritterstiefel waren es. Es waren die sicheren Ritterstiefel, die dir zustehen. Ja. Die sollst du wiederkriegen. Der Rest bei dir stimmt ja soweit noch alles. Nichtsdestotrotzig legst du das ab, legst du das ab und legst du das ab, legst du das und das ab. Und natürlich, wir haben ein neues Outfit bekommen. König von Minneapolis, das darfst du gerne tragen jetzt. Wir stellen unsere Gruppe wieder um. Da ist gerade irgendwas nicht ganz korrekt, so sieht das schon viel besser aus. So, wir haben Soran wieder umgerüstet, wir haben auf Experte gestellt und wir haben Evan sein königliches Minneapolis-Outfit gegeben. Alter, 14, wir hatten glaube ich 20, bevor diese ganze Schmach begonnen hat. Ach du Kacke. 18 Kräuter nur noch, oh, was wir da weggeballert haben, das gibt's gar nicht. Leute. Also die drei Traumportale, wie gesagt, mache ich offscreen. Die Quest, auch wenn die nichts mit dem Charakter zu tun hat, die werden wir trotzdem zusammen machen, weil wir die so lange gemeinsam verfolgt haben. Das werden wir, denke ich, heute machen. Wir werden Voldi besiegen auf Experte. Ein Gnuffi, der mit... Zeige dem Gnuffi-Fan einen Gnuffi, der mit einer Meerjungfrau befreundet ist. Im Wohnviertel von Macbaum trifft Evan auf eine Frau, die ihre erkrankte Schwester pflegen muss. Sie bittet ihn darum, das Mädchen, das nicht einmal das Haus verlassen kann, mit einem besonderen Gast aufzuheitern, dem Gnuffi aus ihrem Lieblingsbilderbuch. Den Gnuffi holen wir uns jetzt zusammen. Die Quest abgeben werde ich dann aber offscreen, weil unwichtig. Übergibt das traumumwobene Prisma an Brenda. Das werden wir zusammen machen, denn Brenda wird noch auch eine zukünftige Bewohnerin von uns. Deswegen machen wir das auch zusammen. Verfolge den Möchtegern Lupo, mache ich alleine. Suche Dexi, mache ich alleine. Das mache ich alleine. Militäreinsatz sowieso. Das machen wir natürlich zusammen, das machen wir zusammen, das machen wir zusammen. Besiege die brutalen Monster nahe Macbaum, das mache ich alleine. Wildling-Outfit, na, das holen wir uns noch zusammen. Militäreinsatz mache ich alleine. Das mit Boxer, da bleiben wir dabei. Das machen wir zusammen. Und das war's ja. Ich würde sagen, wir werden uns um Voldi kümmern, aber erstmal, ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen, weil ich bin erstmal... Das... Gibt's ab einem bestimmten Punkt keine Punkte mehr? Es wundert mich gerade stark, dass ich immer nur noch 10 Kampfpunkte habe. Wir haben so viele Level geschafft, es gibt gar nicht mehr Kampfpunkte. Das heißt, wenn ich hier alles maximieren wollen würde... Dann müsste ich irgendwo anders weniger vergeben. Dann dürfte ich hier beispielsweise nur 5 und 5 vergeben, damit ich hier mehr machen könnte. Zurücksetzen. Möchtest du 145.000 Kronen verwenden, um alle Einstellungen zurückzusetzen? Du erhältst 290 Kampfpunkte zurück. Okay. Dann wird 300 das Maximum sein und ich sage euch auch, warum wir das machen. Weil im Prinzip braucht man diesen Kampf-Equalizer nur für besessene Monster. Für die normalen Gegner braucht man es nicht. Deswegen muss man es eigentlich immer nur gegen einen aufbauen. Deswegen. Deswegen erweitern wir erstmal das hier auf 5. Das hier auf 5. Das hier logischerweise auf 4. Erhöhe die Menge an erhaltenen EP oder Gulden. Ja, da gehen wir natürlich auf Erfahrungspunkte. So, jetzt müssen wir es nur noch einstellen. EP oder Gulden, da haben wir jetzt quasi mehr EP. Gulden oder Ausrüstung, da nehmen wir Ausrüstung. Seltene Materialien oder Ausrüstung, da nehmen wir Ausrüstung, weil Materialien brauchen wir jetzt nicht mehr.
Seltene Materialien oder EP. Da nehmen wir jetzt auch die EP. So, und hier ist es halt wichtig. Gut, da muss ich jetzt selber erstmal gucken, wie wichtig das ist. Vergrößere das Zeitfenster, in dem du nach Ausweichen nicht angreifbar bist. Das ist quasi so ziemlich das Wichtigste. Reduziere die benötigte Zeit zum Aufladen konzentrierter Fernangriffe. Auch das wollen wir maximal haben. Erhöhe die MP-Wiederherstellung von normalen Angriffen und Gegenständen, das auf Max. Erhöhe den Schaden starker Nahkampfangriffe, das auf Max. Das sind 6 Punkte. Ach, jetzt haben wir schon wieder nur noch so wenig. Oh nein! Mehr geht... Oh nein! Reduziere den genommenen Schaden in der Abwehrhaltung. Benutzt unwichtig. Reduziere die Zeit, die nötig ist, um aus einem Kampf zu fliehen. Unwichtig. Erhöhe die MP-Wiederherstellung von normalen Angriffen und Gegenständen. Erhöhe den Schaden starker Nahkampfangriffe. Also das hier muss auf Stufe 3 sein. Jetzt hätte ich das hier gerne nur auf Stufe 9 gemacht. Dann machen wir das hier so. Und dann haben wir 30 Kampfpunkte übrig. Jetzt, wie viel kostet denn das? 10? Dann könnten wir hier nur noch plus 3 machen. Das würde jetzt auch nicht viel bringen. Lassen wir jetzt die 30 Kampfpunkte einfach... Hä? Kann nicht mehr erweitert werden. Hier kostet 10, da kostet 10. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen kacke. Ja, aber abgesehen von hier bringt es uns halt nichts mehr, das woanders zu machen. Also machen wir 5, 8, 10 und das hier. Ich denke, das ist das Beste, was man so weit rausholen kann, würde ich jetzt behaupten. Hier irgendwann, wenn man keine Erfahrungspunkte und Gulden mehr braucht, kann man hier natürlich im Prinzip das auch nochmal neu machen und rauslassen. Dann könnte man das hier auf 10 machen. Okay, haben wir das erstmal geschafft. Okay, ich weiß, ist gerade ziemlich langweilig, aber müssen wir durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, mega geil. Eine Quest hiervon ist aber von vor der Story. Eine Quest ist von vor der Story und zwar ist das die bei Carlo. Showdown mit Ilvar. Ilvar, der selbsternannte Banditenkönig, fordert Evan in einem weiteren Brief zum Entscheidungskampf. Er und seine Bande stehen nach einer unglücklichen Wendung mit dem Rücken zur Wand und sind zu allem entschlossen. Wie wird die Schlacht zwischen Minapolis und Ilvana ausgehen? Sprich mit dem minapolitischen Speer. Dazu will ich jetzt sagen, wir haben 4-mal von Carlo eine Quest bekommen. Es kam Pfeilpost von Ilvar. Er hat 3-mal, also er wollte immer Minapolis. Er wollte König über dieses Land sein und König über Minapolis. Das ist jetzt die 4. Mission. Und nach der 3. muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich davon ausgegangen, dass Ilvar, weil er uns eigentlich immer freundlicher gesinnt wird mit der Zeit, bin ich davon ausgegangen und ich gehe immer noch davon aus, dass Ilvar ein Bewohner von unserer Stadt wird. Das ist hier jetzt aber noch nicht angesagt, deswegen ist es sowieso eine Schlacht, werde ich also auch alleine machen. Die restlichen Questen, die wir hier haben, die waren nicht vor Beenden der Story da, deswegen werden wir die jetzt nicht annehmen. Das möchte ich alles mit euch richtig durchlesen, was nach der Story kommt. Das werden wir dann zusammen durchgehen, damit befassen wir uns jetzt aber noch nicht. Wir befassen uns jetzt noch mit den Vor-Story-technischen Dingen. Ja, genau. So meine ich das. Ah. Danke für die Blumen. Wieso ist hier ein Ausrufezeichen? Ach so. Man kann das erst nach der Story. Ich dachte, man muss dazu irgendwelche Questen oder so machen. Man kann das erst nach der Story lernen. Na, sag das doch gleich, Freunde. Das weiß ich doch nicht. Hier brauchen wir immer noch einfach himmlisch.
Qualitätsrüstungen 3 haben wir hier jetzt gelernt. Meister für Rüstzeug. Ach, dafür haben wir Kusa gebraucht. Lerne erstklassige Rüstung herzustellen. Lerne. Achso. 2 Talente mit geschickte Hände. Das heißt, dazu müssen wir hier, glaube ich, nochmal. Susi reinwerfen. Naja, fangen wir mit Rüstung 7 an. Das werden wir dann, denke ich mal, so langsam auch brauchen, das ganze Zeug. So, hierzu brauchen wir erstmal Talent mit roher Gewalt. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Das heißt, hier können wir immer noch nichts machen. Talent mit Natürlichkeit. Traditionsbewusst haben wir noch nicht. Das heißt, brauchen wir wen? Hier brauchen wir also wen. Okay, okay. Wir merken uns das alles. Bitte nicht abdrehen. Wie sah es hier aus? Ach so, wir haben... Ach so, genau. Oh, wir müssen unbedingt noch diesen Drachen auf jeden Fall machen. Wir wollen hier nicht die Folge... Ich meine, gut, wir müssen jetzt erstmal drauf klarkommen. Wir haben die Story geschafft, ja. Es gibt jetzt halt erstmal einige Dinge zu tun, zu beachten. Keine Ahnung, wie auch immer. Wir haben irgendwas hier geforscht. Traumfänger 2. Das bedeutet, glaube ich, dass Scorpia hier jetzt wieder weg durfte. Traumschatzfinder. Traumschatzfinder. Ein Gespür, wenn du spürst in Traumräumen selbst Ferne tun. Ja, das ist in Ordnung, das könnt ihr lernen. Das hier war fertig. Genau. Hier haben wir einen Meister für Technophilie. Das haben wir. Das haben wir, das heißt, das machen wir sofort. Das machen wir sofort, Freunde. So, magischer Wächter 1. Achso, ich habe keine 400. Und ich habe auch keine einfach himmlisch. Okay, hier brauche ich wieder noch ein Talent. Hier brauchen wir auch, glaube ich, überall Talente. So, dann machen wir kurz hier den traditionsbewussten Typen. Talente. Rob. Das ist jetzt der Beste. 165, was bist du denn für ein Vieh? Der Roboter war anfänglich der Schlechteste und jetzt ist er ein richtiges Tier geworden. Aber dafür können wir das hier jetzt auch fertig machen. Dann haben wir es auch schon geschafft. Naja, schon. Hat ja lang genug gedauert. Aber den Drachendings müssen wir, erkundige dich nach Voldi, das müssen wir noch schaffen. Eine andere Sache machen wir kurz zuerst, in der Hoffnung, dass wir da schnell ein Talent noch kriegen. Und zwar geben wir jetzt unser eines Dingsbums-Prisma ab, wovon wir, glaube ich, nur 2 Stück haben. Diese andere Quest, die ich halt gesagt hatte. Also muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ist jetzt auch nicht das Schönste. Diese gestreiften Hosen, die sind ja wohl absolut das Hässlichste, was man sich überhaupt vorstellt. Och nein, ich wollte euch doch zeigen, welchen Knuffi ich jetzt holen muss. Naja gut, wartet. Was musste ich machen? Hier sind wir falsch. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Da müssen wir hin. So, Nummer 89, Kampf dem Stress. Wir haben hier jetzt halt noch ein traumumwobenes Prisma gebracht.
Und wir haben keine neue Quest. Und wir haben keine neue Quest. Das kann ich mir so gerade nicht vorstellen. Wir teleportieren uns hier gleich nochmal her. Also nicht jetzt sofort, sondern gleich. Wenn wir den Drachen kaputt gemacht... Hoffentlich kaputt. Oh nein, jetzt... ich hasse mich. Seht ihr, weil jetzt so viel... das Geheimnis ihres Erfolges. Heute stelle ich euch Stefanie aus Mechbaum vor. Endlich habe ich mal ein Interview bekommen. Es lief nur leider nicht ganz so wie gedacht. Anstatt über sich hat sie die ganze Zeit über ihre Waffen geredet. Dann hat sie mich auf den Schießplatz geschleift. Mir klingen jetzt noch die Ohren. Wieder ein Schuss in den Ofen sozusagen. Kein Wunder, hier haben alle nur ihre Arbeit im Kopf. Wo hat sie die Brille her? Eine Frau nach meinem Geschmack. Ich wüsste gern mehr über diese Waffen. Ja, ich auch. Was ist nun mit dem Interview? Ehrlich gesagt, es war viel zu technisch für mich. Okay, das wird dann wohl bedeuten, jetzt kriegen wir wahrscheinlich eine neue Quest und ein neues Talent. Hoffe ich zumindest. Jetzt haben wir uns natürlich wieder nichts zu essen gemacht. Jetzt glaube ich quasi kaum daran, dass wir diesen Drachen besiegen werden. Wir werden es aber herausfinden. Gemeinsam. Gemeinsam, nicht einsam. Ja, du machst das schon alles so, wie du es für richtig hältst. Was haben wir denn an Essen? Ich weiß, dass wir auch diverse Essen bei uns haben. Backfisch, Fernangriffe ++, Nahangriffe ++. Wir können auch einfach Curry mit Reis essen. Magieabwehr +, ist natürlich die Frage, ob der Feuer benutzt. Haben wir noch irgendwas ganz oft? Frikadelle, gesamte Abwehr ++, das heißt Frikadelle ist so ziemlich das Geilste. Die Frage ist natürlich, ob wir das für den überhaupt brauchen oder ob wir den auch so schaffen. Wir gucken nochmal kurz nach dem... Wir gucken nochmal kurz nach dem Level von dem Vieh. Das ist der nächste sogar. Das ist sogar der nächste. Würwald, der ist Level 46. Der ist 20. Der ist 20 Level unter uns. Freunde, wenn wir den nicht so besiegen, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es echt auch nicht. Ihr kleinen Scheißer. Ja, wir springen da mal kurz hin. So, da sind wir angekommen. Wahrscheinlich hergeskippt. Wir sehen, der hat einen Feuerschwanz. Das reicht uns absolut aus. Damit wissen wir alles, was wir wissen müssen. Drache, Feuer. Damit wissen wir alles, was wir wissen müssen. Voldi! Ich weiß, dass du stärker bist als der Dämonenhauch. Du wirst schon sehen, alles wird wieder gut. Ich denke, erkundige dich nach Voldina, dann boxen wir ihn doch um. Kein Zweifel, er ist vom Dämonenhauch befallen. Wir werden dir jetzt helfen, bleib ganz ruhig. Pfoterich, bleib hinter uns. Wenn Voldi sich verausgabt hat, musst du versuchen, zu ihm durchzudringen. Oh, das war ein schöner, sequenzialer Anfang. Oh, ich bin zwar nur aus Prinzip ausgewichen, aber hat gerade gut gepasst. Ach du Scheiße, der kriegt ja gar keinen Schaden. Der kriegt ja gar keinen Schaden. Ist das jetzt wegen dem Experten oder was? Oder liegt das an dem Drachen?
Ihr wisst, bei so einem Kampf, ich muss mich konzentrieren, deswegen kann ich nicht großartig sprechen. Aber ich überlege jetzt gerade, ob das wirklich der Expertenmodus, ob jetzt jeder Gegner so mega viel Leben hat. Ich meine, wir sind 20 Stufen über dem. Oder ob das jetzt gerade speziell bei diesem Boss ist, weil der halt eigentlich gar nicht besiegt werden darf. Weil der soll ja quasi nur von seinem Freund da geheilt werden. Ach du Scheiße, ey. Alter, wir werden den niemals besiegen. Cecilius, ey, hast du keinen Wasserzauber? Und wieso weichst denn du nicht aus, ey? Die machen doch sonst immer ausweichen. Man darf gar nicht an den Rand... Was? Wieso denn das? Man darf nicht an den Rand gehen. Sobald man an den Füßen ist, kriegt man Feuerschaden. Das ist doch nicht... Okay, ich glaube, Experte ist vielleicht nicht so der Modus, den wir unbedingt brauchen. Eine Sache kann ich euch an dieser Stelle versichern. Wenn wir das nächste Mal gegen diesen Drachen kämpfen, was wir nicht jetzt tun werden, dann weiß ich ganz genau, dass ich mir dafür dreimal ein Essen hole, was unsere Feuerresistenz plusch, plusch, pluscht. Aber wirklich so richtig pluscht. So. Dann holen wir uns jetzt mal hier diese Quest, die wir uns auf jeden Fall noch holen wollten. So, Nummer 80, Frischzellenkur. Brenda, Mitglied der AG Balance, hat eine ganz besondere Bitte an Evan. Er soll den Zauber Alte Pracht an ihr ausprobieren, um ihrem vom Stress geplagten Körper zu jugendlicher Frische zu verhelfen. Allerdings sind Experimente an Lebendobjekten ja so eine Sache. Ob das ein Erfolg wirkt? Wende Alte Pracht bei Brenda an. Sorgt mit einem starken Geist für zusätzliche Expertise in Dimensionslaboren. Fünfte Dimension, na, das nehmen wir doch gerne. Nee, das kriege ich auch noch so hin. Okay, und damit hätten wir ein neues Talent.
Brenda, Folgen nach Minneapolis. Ach, die hat auch noch... Ach so, ich dachte, die gehören zusammen. Na gut, dann mal weiterschauen. Auftrag 103, Frontfrauen, das wusste ich gar nicht. Ich habe jetzt eigentlich nur mit der Brenda gerechnet. Tracy, Mitglied der McBomber AG Balance, hat ihr verborgenes Talent für den Schwertkampf entdeckt. Jedoch wenig Interesse daran, durch einen Orts- und Karrierewechsel in Minneapolis plötzlich ohne Freundinnen dazustehen. Evan muss ihr beweisen, dass sie nicht die einzige Anführerin dort sein wird. Sprich mit Tracy, also wir sollten für sie noch drei andere Anführerinnen haben, also quasi drei Schlachtenfrauen, und da haben wir mehr als genug von. Sorgt mit Technikverständnis für zusätzliche Expertise an technischen Instituten. Ja, das hilft uns jetzt leider nicht mehr weiter, da das fertig ist. So. Haben wir zumindest in dieser Folge zwei neue Talente bekommen. Mit so tollen Kameradinnen wird es bestimmt nicht langweilig. Wir werden deine Truppen ordentlich aufmischen. Nice. Und direkt nochmal zwei Spezialaufträge erledigt. Gibt's hier in McBaum an sich neue Questen? Also so in den Städten anscheinend gibt's gar keine neuen Questen. In Minneapolis jetzt, klar. Aber hier in McBaum nicht. Das heißt, ich gehe davon aus, in den anderen großartig auch nicht. So, wir wollen zurück nach Minneapolis diese Folge beenden. In der nächsten Folge dann mal gucken, ob wir erstmal dazu kommen, die neuen Talente zuzuweisen. Oder holen wir uns erstmal, bringt jetzt eigentlich nichts, die zuzuweisen. Die eine im Dimensionslabor brauchen wir nicht dringend. Und die andere brauchen wir sowieso so gar nicht. Na gut, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir weiter gucken. Voldi, da warten wir vielleicht noch drauf, bis wir neue Ausrüstung... Da warten wir vielleicht, bis wir Waffenkunde 7 oder bis wir Waffenkunde 6 gelernt haben und uns stärkere Waffen machen. Und wir machen uns Essen mit Feuerresistenz +++ oder +++. Dann läuft das wahrscheinlich auch besser. Und dann müssen wir für die nächste Folge erstmal irgendwas anderes suchen. Aber das kriegen wir schon hin. Hier bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge auf dem Weg zur Platin-Trophäe wieder. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.